mal sehen. Wir spielen gegen Akali. Garen Top, Diana, Jhin, Nami. Diana kann ich später One-Shot, Akali auch, aber die mich halt auch, ne? Dann haben wir Dooku, Top und Jungle im Team. Das ist das allererste Rank, weil ich seit langem spiele. Ich habe sonst immer Legendary Q gespielt. Ich werde mal schauen, wie die Game-Qualität hier so ist. Blastet. Mit drauf. Mit drauf. Mit drauf. Elektroprock, nice. Hier so mit den Hits. Ich würde gerne noch einmal hauen. Die wird dieses Minion haben wollen, ne? Dann kann ich sie noch mal hitten. Den Hit nehmen wir mit. Am besten wäre, wenn sie einmal jetzt hier so ein Q reinwirft in diese dicke Menge. Und dann pusht sie die Wave aus. Komm, du willst es. Schade, schade. Die müsste einmal so ein Q in diese Menge reinwerfen. Das wäre nice. Habe ich den getroffen? War gar nicht sicher. War der Jungle, war Diana, genau. Boomplating hier brocken. Nice, da wirft sie es rein. Weil die hat keine Energie, ne? Also wenig. So, Kenne Minion in den Tower pushen, ganz wichtig. Nice. Da gehen wir hin. Wir sind doch relativ früh da, ne? Wieso waren wir so schwach in dem Fall? Ich meine, wir haben 2-2 getradet. Ah, Kali hat leider einen Kill bekommen, ne? Wir waren, denke ich mal, viel zu deep drin, ne? Aber irgendwie waren wir ziemlich, ziemlich weak. Ich weiß nicht, woran es lag. Der fängt übrigens mit Mana-Kristall an. Das ist nicht der Play. So. Wir wurden gejinnt. Okay, die hat eine ziemlich dicke Wave. Das war ziemlich gut, weil normalerweise hat sie... Sie hat eigentlich Farm verloren dadurch, ne? Problem ist halt, dass sie diesen einen Kill bekommen hat. Das tut jetzt sehr, sehr weh hier auf der Lane. Das merkt man schon. Sie ultet mich. Leider kein Ignite. Flash soll die aber sie nicht haben. Da brauche ich nicht helfen gehen. Die Mini-Wave wird den Tower pushen. Nice. Und da geht's ja auch basen, ne? Ich kann aber ein bisschen früher basen. Das ist ganz gut hier. Jetzt mal warten. Renn wieder auf die Lane. Das ist der Lee Sin oben. Ob das der Play ist gegen Garen. Ist er dead oder nicht? Holy moly. Wäre der Garen rangeflasht, wäre der gestorben. Mitte fehlt. Jetzt den hier wegmachen. Kali hat 3 Minions verpasst. Sehr, sehr gut. Und ich brauche noch 800 Gold für mein Loons Echo. Kali ist Topline, okay. Dann können wir eigentlich hier... War nicht nur Kali Topline, war auch noch Diana Topline. Können wir auf jeden Fall hier Midlane ein Plating nehmen. Wäre gut. Gut, hat sie getroffen. Geht er nicht rein, Junge? Was macht der? Irgendwelche Flash-Sprünge. Hat sie irgendwie weggekickt, ist rangeflasht oder so? Ich könnte Akali jetzt holen, ne? Flash Ignite Ultimate, wenn sie noch da bleibt. Als Diana hier, alles klar. Kann ich Diana töten, ey, ne? Ja, ich kann mein Loons Echo holen. Vielleicht hätte ich sie holen können, wenn ich direkt rangeflasht mit Ultimate. Vielleicht hätte das geklappt. So, wir nehmen Loons Echo mit. Dann gucken wir Mana, gehen wieder mit Lane. Goldmäßig sind wirklich keine Even. Toplane hat gut Gold, ist schön. Botlane leider einmal gestorben nochmal. Der kommt zum Glück raus. Ich weiß nicht, ob Kali ist, ob Botlane, okay. Pushen wir wieder Mitte rein.
Ist wieder ein Plating, ne? Ich nehme das Plating auch mit hier. 150 Gold, das ist nicht wenig. Reicht die Ignite Ultimate? Dragon können wir noch. Oh, der hat gerade Ignite bekommen, ne? Garrus hier. Ist klar. Oh, 17 AP. Er hatte 17 AP. Oh no. Der Drake hatte 17. Oh no. Imagine. So, back in the base. Hätte ich besser timen müssen, ne? Mein WQ. Das mal mit, dann nehmen wir noch Schuhe mit. Ersten Turm bekommen. Lee Sin hat leider den nicht gekriegt. Wir verlieren wahrscheinlich Midlane dafür. Oh, 17 AP, das wäre echt unlucky. Ich hatte gehofft, dass Ezreal Ultimate den vielleicht kriegt. Jetzt haben wir richtig Party Midlane. Ich weiß nicht, wieso keiner Botlane deft gerade. Was meine ich von einem Support Item? Na, das Support Item im Wildwood halt. Gibt zwei Stück. Tank Support Item und AP Support Item. Im Supporter-Spiel kriegst du die doch immer vorgeschlagen zum Kaufen. Können wir hier weiter pushen? Wer fehlt denn noch? Garen ist Mitte. Eigentlich können wir weiter pushen. Jetzt muss er aber raus. Nice. Leider keinen Buff dazu bekommen. Renn, renn, renn. Nein, ihr dürft nicht mehr fighten. Das war so ein guter Fight. Jetzt einfach zurück. 2 Sekunden Ultimate. Oh, hätte ich ein bisschen mehr Mana gehabt, hätten wir da definitiv angreifen können. Ja, interessanter Flash. Jetzt sind wir noch alle Mitte, ne? Ich will eigentlich... Eigentlich will ich ein bisschen Ruhe in der Midlane. Ich darf den anscheinend haben. So, wo geht Diana hin? Deswegen mach ich mal weg. Ich habe halt Flash Ignite, ne? Deswegen kann ich mir ein paar Sachen hier erlauben, glaube ich. War da Akali? Ja, da war Akali. Hat geultet, haben wir an der Animation gesehen. Aber interessanterweise hat man die. Man hat die Grafiken nicht gesehen von der Ultimate von ihr, aber man hat ihre Animation gesehen, wie sie sich in die Luft stellt. Ich weiß, ob ihr das gesehen habt. Das sah ganz weird aus. AP, AP, AP holen. Zack. Und wieder Midlane rennen. Wir müssen halt mehr farmen. Wir haben so wenig AP gefarmt tatsächlich. Wir haben so wenig AP gefarmt. Wir haben 90 Stacks erst. Keiner, alles klar. Na ja, gut, wir haben auch gleich wieder Gold. Kann ich töten, ne? Okay, die geht nicht vor. Geht wahrscheinlich nach oben. Ich glaube, Akali ist auch oben. Ist ein bisschen gefährlicher, durch den Jungle jetzt zu rennen. Da kam ich leider nicht mehr durch. Warte, die ist hier auf dem Red Buff. Ich lasse es lieber. Da war auch ein Ward im Busch. Der ist gerade geploppt. Ich lasse es lieber.
In Harrod werden die Gegner direkt starten, ne? Ich würde aber gerne einmal kurz Base gehen, mir Rabadons holen. Und dann werde ich direkt zum Harrod laufen. Renekton geht auch schon mit hin, sehr, sehr gut. Dann wollen wir das Item als nächstes haben. Verlieren leider eine Person, aber ist nicht schlimm, ja? Wir haben alle Sidelines ausgepusht. Botlane ist gepusht, Mitte ist gepusht. Harrod können wir theoretisch anfangen. Wir können sogar jemanden trappen, glaube ich. Jetzt irgendwie gut hier hinstellen. Die haben halt immer noch... die Diana one-shotten, ne? Harrod haben wir bekommen, sehr, sehr schön. Ich nehme morgen, morgen. Ich nehme oben mal die Frucht mit. Und dann renne ich mit Lane. Jetzt nehme ich wieder zum Drake gehen. Die Top Lane pusht so oder so für uns. Der Damage. Renne ich nach Ultimate? Ne, hat er nicht. Hat er gerade benutzt. Kann sein, dass wir Drake verlieren, aber das ist so. Ist auch gerade kein Fokus drauf gelegt, ne? Ist keiner, der irgendwie zum Drake hingeht. Doch, jetzt gehen wir, okay. Well done, ich habe immer noch meine Ultimate-Kombo. Wenn die hier drin ist, die Akali? Ist doch hier, ne? Wo ist die Akali? Irgendwie hier war sie gewesen. Lass mal kurz reinpushen. So. Wir gehen Richtung Void Stuff. Greift er mich an? Gehen wieder mit Lane. Hallo, Sinado. Wunderschön. Ich habe tatsächlich Move Gold im Game. Wir haben recht effektiv gefahren, würde ich sagen. Den nächsten Blue Buff muss ich mir auf jeden Fall wieder snacken. Hallo, R2. Hallo. Den nehmen wir mit. Da war Kali. Nächste Midlane pushen. Ist ein Kenny Minion dabei in der Mitte. Na gut, das Pack Opening heißt ja, also das Pack Opening mache ich ja, habe ich ja gesagt, ich habe ja 2 Jahre lang, na seit Wild of Release eigentlich. Seit Wild of Release habe ich ja alle Boxes aufgehoben, die es gab. Ja. Und ich habe gesagt, die mache ich auf, wenn ich das Game quitte. Das ist der Plan. Die gewinnen das 2 gegen 3, ne? Ja. Der hat kein Flash, oder? Pff, zum Glück nicht. Ah, es war 3 gegen 5, ja. Tatsächlich. Es war 3 gegen 5 und die haben... in 2 Wochen habe ich meinen Arbeitsplatz wieder. Dann, ich glaube, ich gehe mal auf Meteorit. Obwohl... I don't know. Eigentlich will ich hiervon nichts haben, ehrlich gesagt. Ich gehe mal aufs Buch. In 2 Wochen habe ich meinen Arbeitsplatz wieder, dann kann ich wieder PC-Games und so spielen. Ich bin ja ziemlich, ziemlich fett. Da ist ein Ward drin übrigens. Ich glaube, mit am besten wäre Sonjas, ne? Gegen das Team hier auch. Natürlich. Unpraktisch. Ich mache halt so unglaublich viel Schaden, ey. Holy. Ich mache halt so viel Schaden. Ich habe absolut keine Ahnung von den Items, aber trotzdem Diamond.
Ja, du musst auch keine Ahnung von Items haben, um zu ranken im Game. Also Items, richtige Builds und so machen einen relativ kleinen Teil aus, ne? In Valorant kannst du eigentlich meistens das kaufen, was du willst und das macht nicht den größten Unterschied. So. Wir gehen auf die Orb. Dann gehen wir Richtung Blue Buff danach. Ich meine, sowas wie Support-Item wäre schon gut zu wissen, ne? Also was ein Support-Item ist, solltest du schon wissen. Auch wenn du kein Supporter bist. Das ist ein bisschen so, als ob du fragst, was ist ein Smite. Ne? Drake können wir eigentlich machen, ne? 15 Sekunden. Wir haben uns jetzt gesplittet, leider. Ist hier ein Ward drin? Ne? Nice. Wir haben hier einen Flash raus. Hier ist so die paniken alle so hart. Die haben alle Angst vor dem vom One-Shot. Ich bin auch gepanickt. Einer P hat sie. Dafür brauche ich halt Sonjas, ne? Für sowas brauche ich halt einen Sonjas. Ich glaube trotzdem, dass sie das gewinnen. Oder? Ich meine, die haben einen ganz guten Weg über dem Ezreal. Der Djinn ist reingeflasht. Ist auch sehr gut für uns. Akali lebt, aber der hat keine Ultimate. Dürfte kein. Der hat wieder Ultimate, also. Never mind. Ist aber dead, ne? Nice. Good job, Team. Der könnte. Ne, Baron haben wir nicht. Toplane Tower haben wir aber auch. Das war halt ein 4 gegen 5 Fight, man muss überleben. Obwohl Akali war ja die ganze Zeit eigentlich nicht da. Die kam ja erst am Ende dazu. So, wie viel AP habe ich? 800. Das reicht noch nicht, Lana. Ihr wollt schon so 1000 AP haben mit Weiger. So ein Taui wäre immer schon schön. Dem Champion hier. Wir haben zwei Dragon bekommen. Ja, Tank Itemization ist, glaube ich. Das, was die Leute am wenigsten hinbekommen. Ne? Du hast richtig oft hast einfach so ein Full-AP-Gegner-Team. Und dann baut dein Supporter einfach irgendwie Full-Armor. Das gibt's leider sehr, sehr oft, ja. Wichtiger Kill. Sehr, sehr wichtig. Auch ein wichtiger Kill für die Gegner hier. 2-1. So, wir können den Toplane in die können wir nochmal holen. Hier rede ich nochmal den Toplane in den Pier. Fünf Sekunden. Vielleicht können wir auch noch finishen, ehrlich gesagt. Natürlich ist das simpel, aber du musst dich halt ein bisschen mit den Items auseinandersetzen, ne? Du musst ein bisschen 5 Minuten. Ja, du musst dich 5 Minuten hinsetzen und überlegen, was die Items machen. Aber das ist halt zu viel. Da hat niemand irgendwie Bock drauf. Deswegen ist Pokémon Unite tatsächlich auch ein sehr gutes MOBA fürs Handy, weil da brauchst du dich nicht mit Items beschäftigen. Ja. Deswegen ist Pokémon Unite ein extrem gutes MOBA fürs Handy, weil es ist komplett egal. Items gibt's da nicht. GG's.